Hallo und willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Wir haben unsere Münze, den Slotty. Den werden wir jetzt beim Pastetenautomat noch probieren. Dann wird es wahrscheinlich eh schwierig. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Passt nicht. Gehofft, es passt. Aber jetzt wird's dann echt schwierig. So, Zimmer. Mit dem Geist müssen wir ja noch irgendwas machen können. Kann ja noch nicht alles gewesen sein. Er braucht keine Welt voraus. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Kann er Klopapier brauchen? Er braucht keine Voraus. Hey! Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja! Kannst du dich. Nee, auch nicht. Braucht er was zum Anziehen? Er braucht keine Welt voraus. Hey! Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja! Richtig! Will er nicht. Er will nichts anziehen. Hey! Ich dachte. Da kann ich auch nicht drüber. Beim Seher nochmal rein. Der hat das noch nicht überlauert. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Kann ich nochmal stören? Ja. Ach komm, nein, diese Co. Erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesagt. Okay, das. Was treibst du? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Warte mal. Was treibst du da noch gleich? Ich die Welt. Nochmal die zweite. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Tu was? Ich habe ein Shampoo für dich. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Moment, wenn der jetzt duschen geht. Könnt ihr nochmal hin? Abgeschlossen, paranoider Fatzke. Der duschen geht. Ein Gespenst, na. Oha, das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolutionsstufe erreicht und spirituelle Superkräfte erlangt. Nein, hast du nicht. Das Gespenst, Freund, da sollte ich... Störend. Können wir vielleicht da nach draußen gehen jetzt? Oder was? Ist sonst noch was? Nö. Ein Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Oh, ein Wortwitz. In das dunkle Zimmer, zum Zimmer des Sehers. Könntest du irgendwie abdichten? Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Dann jetzt gemacht. Nee, ich wollte da nicht gucken. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Aus Versehen. Draufgeklickt. Münze. Das hier stopft bereits die Löcher in meinem privaten Finanzhaushalt. Um damit das Loch zu stopfen. Nein, eine Tasche. Das Letzte, was ich brauche, ist ein Loch in meiner Tasche. Um damit das Loch... Nein. Mit
Zahncreme vielleicht? Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum markieren. Das war schon in A New Beginning dämlich. Da fehlt mir der Zusammenhang, was er damit meint. Damit könnte ich bestenfalls. Das reicht ja nicht mehr für einen hohlen Zahn. Korkenzieher kann es ja nicht sein. Damit würde ich nur alles noch schlimmer machen. Und das wäre nun wirklich nicht die feine, rufusische Art. Dr. Übel probieren. Das einzige Loch, das ich hiermit stopfen kann, ist das in einem strapazierfähigen Magen. Dann bleibt nur mit der Zimmerschlüssel. Das einzige Loch, das ich damit... War das alles für die Katzen? Ne? Dann schauen wir mal zum Seher. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Kutte. Mr. Toffee? Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Ah, schaut das spooky aus, das Auge vom Schnabeltier. Tarantel mitnehmen? Mr. Toffee? Bescheuerter. Ich hoffe, er hat nicht... Okay, wir haben eine Tarantel. So ist kein Rankommen. Klopapier. So ist kein Rankommen. Hätte sein können. Hätte ja sein können. Mr. Toffee. Na, Mr. Toffee, zu einem kleinen Spielchen bereit? Holla, ganz schön angriffslustig. Gut, dass er in diesem Glas eingesperrt ist. Die Löcher waren ja hoffentlich schon vorher drin. mit dem Korkenzieher. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Oh, wo ist er denn? Ja. Mr. Toffee ist weg. Ich hab den Korken. Was da Korken da rein? Passt. Jetzt tropft's da auch nicht mehr runter. Nee. Nee. Rück. So, Mr. Toffee ist weg. Was machen wir jetzt? Können wir beim Seher vielleicht nochmal umklopfen? Abgeschlossen. Paranoider Fat. Schrank gibt's hier auch nichts mehr. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Natürlich. Schauen wir mal, ob die Spülung jetzt vielleicht funktioniert. Nachdem wir das Rohr da oben gestopft haben. Nanu? Was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Was war denn das jetzt? Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Also, bitte. Irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Da liegt ja wirklich was in der Kloschüssel. Dann fass mal rein. Ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Ein Klostein. Oh, für die blaue Zunge. Dass man das Glas vielleicht eine tun muss. Der Klostein färbt ja. Besser, ich halte ihn von den anderen Sachen fern. Kann auf jeden Fall mit Zahncreme. Das eine erzeugt blaue Lippen, das andere Fieber. Das macht schon mal 50% der Symptome einer Schüttelpockeninfektion. Genau. Was braucht man noch? Ich hab's schon wieder vergessen. Ei. Mal kurz aufbrechen. Hey, Boso! Hunger... Komm schon! Warum... Ich sag... Unsinn! Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Husten, Schnupfen. Schnupfen kriege wahrscheinlich eh, weil es kalt ist. Ach, Mann! Sorry.
Ich rette dich. Und dann geht's ab nach Elysium. Nochmal zur Rezeption vielleicht schauen. Hallo? Mats Lilo. Gibt's für Zimmer 5. Echt jetzt, Sie arme Wurst? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne... Haben Sie schon etwas von Mendy? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Na, ich hätte schon was. Verwählt. Kein Problem. Wie kriege ich die Münze klein? Was ist ein Doc geben? Vielleicht könnte er die kleiner machen. Hey Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bitte beschäftigt. Buso? Guck mal, ich habe etwas Geld gefunden. Prima. Dann kannst du ja endlich deine Schulden zurückzahlen. Was denn für Schulden? Erstens die 60 Slotti, die du von mir geliehen hast. Und dann hast du um weitere 60 Slotti gewettet, dass es sich bei dem Aktenvernichter um einen Wunschbrunnen handelt. Das war ein Wunschbrunnen. Ich habe mir gewünscht, dass wir quitt sind. Und jetzt rechne mal nach. Diesen Techno-Mumpitz überlasse ich Doc. Mein eigener Auftrag ist viel wichtiger für ihr Wohlbefinden. Mit dem Rittelschrauber? Nichts da, Rufus. Ich brauche ihn, um ihn... Ich sagte, fing ich ja schon gut. Nee. Nix. Wenn wir nochmal den... Roboter Hallo? Matze, wie lautet Ihre Zimmernummer? 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut, wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1, Cletus. 12 Uhr. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Okay. Jetzt haben wir zumindest mal Essen bestellt. Zum Pastetenautomat. Jetzt muss ich mit dem Vogel da draußen eigentlich noch was machen? Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Nee. Noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Ja, da wird deine Dusche auch nicht schaden, Rufus, hm? Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Soll noch irgendwas machen? Nix mit dem Bin. Achso, das ist rau, kann ich es zum Schleifen vielleicht? Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Abgeschliffene Münze, yes. Die Münze ist jetzt viel kleiner. Das nenne ich mal wirklich in... Dann probieren wir sie doch nochmal. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Gott sei Dank. So. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Dann tun wir mal den Klostein rein. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. Und die Zahncreme. Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber,
Ist dafür aber auch gut für die Zähne. Die Frage, ob das schon reicht. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Husten. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Laut Verfallsdatum kann man diese vorausgesetzt... Okay, jetzt probieren wir es mal. Vielleicht passt das ja schon. Eine Pastete für Boso. Spezialzutaten. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Die nicht fertig. Husten. Blaue Zunge. Warum zieht er sehr holen, wenn er es nicht tut? Freunde tun. Hey, Boso. Weil wird er nicht zugehört. Hast du immer noch Hunger? Wenn du mir im Sud. Komm schon. Warum? Ich sag. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Check. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Schnupfen haben wir nix. Ach, mach doch, was du willst. Sorry, ich... Wo kriegen wir einen Schnupfen her? Pfeffer? Dr. Übel Pfeff-Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Hauen wir es mal dazu. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik! Ist alles auf der Pastete gelandet. So, neuer Versuch. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab... Fieber. Ist meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Zufällig habe ich die schon dabei. Hier, ich habe deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Hey, Boso! Sorry. Okay. Dann hätten wir die Konversation abgeschlossen. Für was haben wir das Handtuch gebraucht? Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Machen wir mit einem steinharten Handtuch. Hey! Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Nehmen wir mit. Was war denn das jetzt? Nochmal zum See, ja. Er hat jetzt eine Mähne. Treadlocks. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte.
Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon... Ich habe es... Okay. Das jetzt doch gar nicht weiter. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ja, mit der Mähne, Junge, schaust du perfekt aus. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach, die... Keinem von uns. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegekomisch. Die habe ich alle... Was mache ich damit? Warte mal. Kopfkissen für den Seher? Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Kapuze? Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es... Poetische Ungerechtigkeit. So, jetzt haben wir. Dieser Kopfkissen bezieht so viele Kopfloch. Außerdem ist da ein Pflege komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ja, bei beiden Sachen. So, dann wird es jetzt wahrscheinlich im Kopf passieren. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist. Was treibst du dann? Ich mach die Welt. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht, ich... Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe... Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Wundershampoo. Mal gucken. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Sag gar nichts dazu. Okay. Ah, jetzt vielleicht nochmal ins Zimmer rein. Vergessen abzuschließen. Die Jawohl. Des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schall, huga, huga. Huga, huga, huga. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Das können wir natürlich gerne übernehmen. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal zu den Weltuntergangsspinnern. Kumbaya, unser Anführer ist da. Petra, trulala. Psst. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... was? Komme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Haben wir ja alles dabei. Da sind welche eingenäht. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien.
Okay. Eines haben wir da. Da war auch was drauf, ne? Es ist ein. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit. Mit sechs Symbolen. Eines der Reliquien mit den sechs Insignien. Waka waka waka. Und. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett mit sechs Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Cool, dann haben wir ja schon mal drei Stück. Eines der Reliquien mit den sechs Insignien. Ja, und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ah! Okay. Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus' Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Wähle... Was? Oh. Das, okay, wahrscheinlich jetzt gerade nicht. Nehmen wir mal an die oberen drei. Ich nehme mal einen Kopf, weißt du einfach. Wähle die Reliquie! Mal gucken, was passiert. Sehr großartig. Jetzt ist alles da, nur nicht der Anzug. Okay. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Könnte das jetzt gewesen sein? Wähle die Reliquie. Nein. Wahrscheinlich wieder alles aus. Einen Druck in die Maschine. Wähle die Reliquie. Für die drei haben eh alle die gleichen Symbole. Rufus kann überall durch. Wähle! Da musst du dann erstmal draufkommen, was du überhaupt brauchst, ne?
Ich weiß nicht einmal genau, wo ich jetzt bin. Ich bin draußen. Mit Anzug. Jawohl. Jawohl. Das war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Kumbaya, mein Sohn. Gott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Nein. Was? Nein! Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletes Klamotten ergattert. Ja, mit dem Highlight sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Liked und abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tell me that you love me, even if it's